Jetzt! Los, los, los! Kommt schon! Was für ein verdammter Kanal! Okay, wir schaffen das. Komm, runter hier. Ei, ei, ei. Okay, Kanal. Scheiße. Das sprengen wir. Also, der Hafen muss in der Nähe sein. Diese Kanäle sollten da runterführen. Auf welches Assi-Vieh? Oh, jetzt bitte nicht nochmal den ganzen Mist. Und das ruckelt, das nervt. Ich werde es mal eine Grafikkarte aufgeben, ich werde diesen Auftrag stornieren. Ich habe die Schnauze voll von Hardwareversand. Die kriegen es nicht gebacken. Und ich kann euch den Laden wirklich mittlerweile nicht mehr empfehlen. Okay, bei der Absicherung kommt ihr nie alle rein. Wir nehmen Feuerschutz. Okay. Das war knapp. Ey, irgendwo ist. Ey, die Panzerfaust-Typen nerven mich am meisten. Ne? Noch ein Scharfschütze. Das Dumme ist wirklich, meine Teamkollegen kriegen im seltensten Fall mal einen Toad. Die schießen zwar drauf. Aber auch nur, wenn sie direkt davor stehen. Und ansonsten ist wirklich tote Hose. Die Teamintelligenz ist wirklich relativ dumm. Mann! Alles sauber! So, weiter geht's. Oh, und an jedem Dreck bleibt man hängen. Das finde ich auch nicht wirklich gut. Wie hätte man da eigentlich drüber gehen können? So, aber so vom Spiel selber her ist es. Nicht dumm. Es ist nicht schlecht, aber es gibt eben Sachen zu kritisieren und die machen das Spiel nicht automatisch schlecht. Aber ich kann es nie einsehen, wenn man. Oh mein Gott. Oh. Ich rede zu viel, ganz einfach. Ich kümmere mich zu wenig ins Spiel. Guck mal, die kriegen den Assi dort hinten nicht tot. Das. Ich wollte gerade sagen. Spiel ist wirklich gut, aber kleine Sachen wie nicht hinlegen zum Beispiel oder eine ziemlich indirekte. Warum rutscht da hier runter? Warum rutscht da hier runter? 2 Meter. Hier. Jetzt geh mal ein Stück hoch. Du kannst hier schlecht anvisieren. Warum bleibt der nicht stehen? Das sind so kleine Sachen, wo man sich fragt. Ja. Ich hoffe, ich nehme es dann auch mit rein und schneide es nie raus. Weil. Das sind teilweise ein paar Sachen, wo ich echt kritisiere. Ich denke mal. Guck mal, was dort hinten ist. Das nenne ich mal Dummheit. Ja, und da sieht man, was geskriptet ist und was nicht. Glaubt mir, das Spiel ist nicht schlecht, aber. Es hat Macken, ganz einfach. Es ist nicht perfekt. Modern Warfare 2 ist auch nicht perfekt, aber nahe dran, sage ich einfach. Zumindest im Singleplayer, wie es im Multiplayer aussieht, hat natürlich Modern Warfare wieder Schwächen. So, jetzt ist wieder irgendwas geskriptet hier. Feindliche Fahrzeuge nähern sich uns! Wo sind jetzt die Gegner hin? Oh, nicht schon wieder. Wo steht denn hier noch einer? Ah, da hinten. Wow, die haben einen Tod gekriegt. Respekt. Jetzt schießen die wieder auf den Hintersten. Auf mich.
So, warum kann ich nicht durch das Gitter durchschießen? Wie jeder normale andere auch. Naja. Okay, Panzerfaust-Typ. Nein, nicht wieder. Jetzt nicht nochmal. So, dort steht ein Gegner. Was macht ihr? Er steht dumm da und lasst euch beschießen. Ist das intelligent oder ist das dumm? Also intelligent ist sowas nicht. Okay. Tot. So, der schießt nicht mehr. Ja. Scheiße Mistkarre hier im Weg. Und man bleibt wirklich an jedem Kack hängen hier. Wie zum Beispiel jetzt gerade wieder an diesem Kofferraum. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht ganz so exakt zielen kann hier, weil das ruckelt an dieser Stelle ziemlich stark. Haben die dort schon wieder einen? Nee. Schießen. Ah, okay. Jetzt rutsche ich wieder herunter. Oh, irgendwas ist ein Panzerfaust-Assi. Panzerfaust. Ab was? Wo steht hier schon wieder einer? Okay, der ist tot. Okay, die Kacke sind wieder am Dampfen. Wenn ich jetzt abkratze aus irgendwelchen Gründen. Was? Bitte nicht treffen. Okay.